Was sagt man über einen Spanier, der gestorben ist? Ah, oh, fuck, den kann ich glaube ich auch schon. Oh! Alles gut, Leute. Die Höhle kennen wir. Ah, ich glaube, da oben möchte noch ein Kollege transportiert werden. Er ist, genau. Er ist weg vom Fenster. Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst. Danke dir, Lina. Wenn Azubi auch Stift genannt wird und der Azubi im Malerbetrieb zum Beispiel Lackstift ist, darf ich meinen Zollbeamten in Ausbildung Filzstift nennen? Ach, Filzstift, okay. Filzen, ja, ja. Danke, Alina. Wegen Filzen. Hier ist keiner. Gute Nacht, Max. Danke, dass du da warst. Bis morgen. Freund ist mal ein Schlagaffe. Birgit, ich verstehe die Frage nicht. Das Homebutton ist immer noch auf der Arbeit. Das sind die, die wehtun. Josie, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank fürs Folgen. Herzlichen Dank. Und das, obwohl das ganz komische Zeug im Chat steht. Du hast sie ausgesucht. So. Und Christoph, auch an dich. Vielen Dank fürs Folgen. Mich ignoriert er. Hallo Josie, wie geht's dir? Wobei, ich, Sarah... Gute Nacht, Max. Ich habe nichts gegessen. So, ich habe alles gelesen. Ach, der Max, okay. Der Max war's. Warum ist hier die ganze Zeit die Kampfmusik? Alles fein, selbst geht auch für dich. Ja, auf jeden Fall. Ich kann nicht klagen. Danke deiner Frage. So, da ist er. Zeig dich bitte kurz. Danke. Ich habe einen falschen Bogen ausgewählt. Viel zu teuer. Okay, wo ist der Krog? Ich werde... Hier, die Pflanze. Den Anfang haben wir schon gefunden. Bis morgen, Max. Mach's gut. Da oben. Gut. Sarah wird ganz entspannt unterwegs. Ich hoffe, Sarah wird beachtet, sonst wird's gleich wieder laut. Gut, machen wir hier kurz den Kletter, Max. Wer will dir was? Was treffen? Wo? Da haben wir den Krog. Aber oben müsste noch einer sein. Der Vergangenheitsmark hat da irgendwas markiert. Drei Uhr nach der Schule, doof. Versprochen, Max. Joghurt ist wichtig. Hier habe ich mir was markiert. Boah, es kann auch weiter oben sein, ne? Bekommen
bekommen wir das hin? Ich will jetzt nicht ohne... Doch, wir bauen was. Komm. Wir bauen was. Einfach, weil wir es können. Noch. Oder hatte ich das Cock-Symbol gemacht, wegen dem Cock, den wir gerade gefunden haben? Ich habe beim letzten Mal nicht gemacht. Weil da oben ein Freund? Scheint mir ein ganz, ganz klein bisschen unrealistisch. Ganz oben? Kann sein. Das glaube ich dir, Alina. Wie die einen halt 35 Minuten lang sind und das Highlight-Video war ja jetzt, glaube ich, 7 oder 8, ne? Dann plane ich das für Sonntag ein. Nix Romantik hier. Nice, ich habe zu danken. Ob hier passt hier? War hier wirklich ein Freund? Sonntag kommt ein neues Highlight-Video, genau. Da ist wirklich ein Freund. Kann das alles nicht mehr. Immerhin in der Vergangenheit hat Marco keinen Quatsch gemacht. Was für ein Schlamassel. 100 Mal hast du deinen Freund verloren. Ist ja wirklich ein Pech. Da haben wir ja wirklich Pech gehabt, du. Du armer Kleiner. So, ein bisschen mehr nach links. Dann haben wir eben einen Rechtsstrahl mit einem kaputten Gerät hier. Oh Gott, schaut euch das an. Was für ein Krampf das ist. Boah, also wenn ihr es hier am Controller machen würdet. Schlimm, wie hoch wir schon sind. Gott, oh Gott. Jetzt gleich müssen wir gut fallen. Ich bin gleich im Himmel. Und jetzt ist gut, ne? Oh, es geht. Ach du Scheiße. Okay, wir haben ein Problem. Wir haben kein Problem. Okay. Gut. Nein, das bloß nicht machen. Finn asozial. Alter. Finn ist eigentlich wirklich ein schöner Name. Aber man kann halt jeden Namen halt gefühlt durch einen, was heißt durch einen Dreck ziehen, halt die Späße mitmachen. Oh, ich hasse. Oh Gott, jetzt haben wir ein Problem. Oh Gott, jetzt habe ich Schaden bekommen. Wo geht er hin? Oh Gott, oh Gott! Da ist er. Leute, ich habe einen Cock gefunden. Jetzt muss ich einfach nur richtig gut schätzen, ne? Ich glaube, da ist eine gute Stelle. Ich glaube, das hat geklappt. Aha! So. Nächster Versuch. Oh, der kleine... Oder? Ne, ich flieg eh die ganze Zeit da oben. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich muss den anders dran machen. Das ist ja eine absolute Katastrophe.
Jetzt fällt er sofort nach rechts um. Wo muss ich eigentlich hin? Wo bin ich? Gott! Wo sind wir eigentlich hier runtergeflogen? So. Sind gleich da. Der längste Krog der Welt. Ihr wart dabei. Da ist eine Duftwolke. Wasser? Oh Gott, Sabotage durch Wasser. Wir sind wieder super weit oben. Wo fliegen wir hin? Es kracht. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Jetzt haben wir echt ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Mir fehlt immer noch der... Wo fliegen wir denn jetzt hin? Oh Gott. Wir sind immer noch gut dabei. Wir sind immer noch gut dabei, Leute. Wir sind noch nicht im Untergrund gelandet. Annika, was war denn deine Frage? Ach, wofür das Setup nur die Kopfdeckung? Wolltest du wissen, wo grimmige Gottheit man finden kann? Gitarrist, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und zwar hier. Südlich vom Todesberg, bei diesen Schlangenlinien, ist hier die Höhle am Askaldsee. Da mal hingehen, da beginnt eine Questlinie. Gar kein Problem. Genau, so ein paar Quests, die man halt machen kann für das Set. Dauert ein bisschen. Nächster Versuch, Leute. Sobald halt die Kameraperspektive wechselt, ändert sich auch das Verhalten von dem Drehen. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Skandal, ist das. Guckt euch das an. Boah, das macht mich gerade unglaublich sauer, ne? Ich würde diesen Krog eigentlich gerne zu Gandalf schicken. Wo ist die Wolke? Drehen wir uns halt hier noch ein bisschen im Kreis. Da ist die Wolke. Sieht gut aus. Oh Gott. Es ist der helle Wahnsinn. Was für ein Problem ich habe mit dem Krog dran. Einfach nur drauf hier. Nicht Richtung Abgrund. Komm. Perfekt. First try mal wieder. Danke für die 60 Stunden und danke für die 2500 Stunden. Danke. Zu Fuß ist schnell. Wieder beim allerersten Mal. Zu Fuß ist schnell gewesen, ja, aber es geht ums Prinzip, ne? Okay. Das war einfach. Das war einfach, das ging schnell. Was wollen wir mehr? Kosten uns wertvolle Zeit. Schon ein bisschen weh. Ja. Okay. Jetzt sind wir hier im Zora-Gebiet. Wir gehen mal zu den Roto-Klippen. Mensch, Marco. Boah, man muss es wirklich aufpassen, dass man kein schlechtes Gewissen bekommt hier. Höllisch aufpassen. Oh. Rotorklippen. Da sind wir. Bestätige Lian. Danke. Kannst du auch nur. Oh. Ah, hieß ein blauer Hedox. Wurde eben gefragt. Hieß ein blauer. Oh. Was war das schon wieder? Moment mal. Ganz kurz.
So, jetzt bin ich für dich da, mein Junge. Was haben wir denn so im Angebot? Ah, hier. Falsches Bein. Richtiges. Den hatten wir noch nicht, ne? Den hatten wir doch nicht. Das war ein sehr guter. Hinux kann einfach auch alles tragen, ne? Hinux einfach der Hübsche. Guckst du jetzt, Sarah? Den Schlüpper kann man übrigens mit Puffer 10 auf Eis.de bestellen. Danke nochmal für die letzten 420 Bestellungen an. Was steht hier? Armin Hawk. Alpha Armin. Sagt mir jetzt nichts. Danke dafür. 3000 Euro Umsatz gemacht. Hier ist gar nichts. Krok! Warum muss man sich... Oh nein! Warum muss man sich zusammensetzen, um auseinanderzusetzen? Das war... Es wird toll. Es wird eine tolle Fahrt. Toller Ritt. Ja. Boah. Da auf der kleinen Insel. Andere bauen sich ein Boot. Andere bauen sich ein Boot. Ich nicht. Unter die Lenkung, warum dann? Also der Witz ist doch einmal gut, oder? Das ist kein Witz. Man fährt einfach nach vorne und fällt drüber. Wer willst du? Hast du es beim letzten Mal nicht mitbekommen? Es geht nicht. Man macht einfach eine Rolle vorwärts. Ich mache hier gleich den Helikopter. Hey, hast du die letzten Tage nicht richtig geschossen, konnte nicht dabei sein. Wie geht's dir? Hallo Chef, gar kein Problem. Hoffentlich der Stress geht vorbei. Mir geht's gut, danke, wie geht's dir? Helikopter, muss ich sehen, Flotus ist Auto. Boah, was? Okay. Das kenne ich jeden Morgen. Mach den Helikopter. Ich zeig's dir kurz. Eigentlich müssten wir jetzt. Ja, das passiert. Auch alles gut, das freut mich. Du weißt, dass ich was anderes meinte? Nee, dann nicht. Meine mal unten drunter. Also unter die Lenkung. Okay, das können wir mal probieren, ja? Das habe ich wirklich nicht so verstanden. Ich dachte, du wolltest den gleichen Witz nochmal machen. So eines bin ich nicht, ey. Mann, ey, du bist so gemein, ey. Blöd, Mann. Ah, schön, die Klassiker. Oh, blöd Mann, du, ey. Ey, du bist wie einer. Auge auf die Straße. Okay. Ich guck erst, wenn meine Maske wackelt. Da vorne war cool, dann so Gang wieder. Warum man nicht? Was wird hier diskutiert, illegal? Eine Pokerrunde hier? Ich lasse mich mal in Ruhe. Im Scheiß. Ich flieg schon wieder falsch. Guck mal, ich wollte zu den Riton klippen. Das können wir wegmachen. Wo bin ich hier gelandet?
So. Ich würde halt schon gerne so zwischendurch einfach hier so Torpedos dran machen. Das wäre schon cool. Oh, ich glaube, den Vogel kannte ich nicht. Irgendwann anders werden wir es erfahren. So, sind wir gut dabei? Jetzt sind wir, ja, hier, super. Man hört ja gerade schon, die den Mottenpriester entführt haben, welcher aber von einem Vampirfürsten gebraucht wird. Frag nicht. Das hört sich ziemlich viel Stress an. Da ist ja noch mehr los als bei GZSZ gleichzeitig. Wahnsinn. Warte, ich drück dir den Daumen. So, einmal hier hoch. Ja. Oh, aufgepasst. Ja, alles geplant. Ich wollte gegen die Batterien. Den wollte ich austribbeln. Der ist down. Schön. Der kommt wieder. Ruhig. Ne, warte, ich habe es jetzt dreimal gelesen, ich verstehe es absolut nicht. Verstehe es aber nicht. Da fliegen bei mir die Synapsen vorbei. Mensch, das lese. Was nasch ich nachher noch? Ach, du, was du nachher noch naschen willst. Zack, haben die Synapsen gefunden. Eine gute Frage, ne? Ein Eis? Schaut der Teller. Mit Chips. Quark. Quark. Naschen. Was will ich gleich noch naschen? Quark. Ja. Sellerie. Genau. Dann Pudding ab ins Bett, wenn du müde bist. Ab ins Bett. Sofort noch ein bisschen Quark naschen. Oder rote Beete. Brokkoli. Boah. Okay, Brokkoli zubereitet mit irgendeiner Soße oder Käse überbacken kann ich mir dann auch schon zum Naschen noch gut vorstellen. Quark. Warte, da ist nicht so einer. Wieder ein Krog mehr. Ist das eine Höhle? Oder ein Durchgang? Das ist ein Durchgang. Schade. Nichts gegen Quark. Ja, im Allgemeinen Quark ist fein, aber... Abend zum Naschen? Zum Naschen? Ich wollte gerade sagen. Das sind 3,5 Stunden. Ess jetzt meine Chips, aber kann ich nicht einschlafen. Herausforderung angenommen. Das weiß ich ja nicht so. Okay, mit Kartoffeln, also Rosmarinkartoffeln mit so einem Quark. Aber das ist ja nicht ansatzweise, was Alina meinte mit dem Naschen. Kaum Bewegung halten wach. Mal Alpha Hoxha erzählen. Brabrabra. Hatte ich auch schon mal abends gegessen. Okay, Alina, sind wir mal ehrlich. Was war noch da im Haus? Was war noch da zum Essen? Außer Quark. Magerquark. Abendchips essen ist ja auch gut. War ja gefragt wegen Naschen. Und Alina meinte dann, das müssen wir festhalten. Quark. Ich habe mal Quark mit etwas Wasser und Zucker gemischt. Hast du Joghurt? Hm.
weiß nicht, also. Ich kann mir halt einfach Quark nicht so als was zum Naschen vorstellen. Das Quark ist für mich immer so eine Verbindung, okay, ich habe noch Hunger, aber ich will nicht zunehmen. Dann esse ich Quark. Es ging aber nicht um mich. Du hast Quark vorgeschlagen, also ist doch deine Meinung. Quark nur mit Obst oder als Overnight Oats. Ist kein Quark. Quark ist für mich Abfall. Das ist ein Eiweißmangel, ja, okay. Quark mit Soße. Es wartet, guck uns da, starrt uns da ein Leune an. Da starrt uns ein Leune an. Ich mag es nicht, wenn ich angestarrt werde. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich angestarrt werde. Gehen wir auf den Rücken. Muss nicht schwecke, muss würge. Oh, das fällt nicht so gut. Muss der Herr Rühl. Hat der Leute noch gar keine Ahnung, wo ich bin? Was macht er? Es kommt noch gar keine Musik. Jetzt. Das war gar nicht mal so gut. Ah, das war nicht so gut. Gut. Headshot. Jetzt machen wir hier. Dann was. Wenn er halt den Feuerangriff macht, kann man halt auch relativ gut die Headshots halt machen. Die haben alles, was der liegen lässt. Das ist ein Herz. Wir haben zwei Herzen. Wir haben quasi unsere Leunenjagd beendet. Weil wir genug Herzen haben. Wir haben es theoretisch geschafft. Ey, Leune. Ey, Leune. Habe ich schon wieder mein Gerät? Nee, mein Gerät ist da hinten. Findet ihr es eigentlich angenehmer, wenn wir gar keine Pause machen? Das ist dann nicht so langweilig, oder? Sind Pausen nicht immer langweilig? Ist das überhaupt aufgefallen, dass keine Pausen sind? Oh toll, jetzt habe ich so viele Fragen gestellt. Es kommt ein Ja oder Nein. Ich habe keine Ahnung, worauf sich das bezieht. Muss ich mal aufs Klo? Ja, ich trinke halt ein bisschen weniger. Kriegt das schon hin? Muss dann immer pullen, wenn was passiert. Okay. Krok. Muss Marco keine menschlichen Dinge tun. Na klar. Das musst du sowieso, oder? Ach, da ist ein Freund. Na klasse. Ich habe eine Männerpump hier an. Ich glaube, in der Größe gibt's sie gar nicht. Ich bin ein Cyborg, ja. Aber mit viel. Da brauche ich echt noch viele Patches, so. Ich bin ein Early Access Roboter. So, Steckchen haben wir. Aber oh, wenn ich den Krokschuh im Hintergrund höre, ne?
So, wo muss er hin? Okay. Aber Pausen sind eigentlich für dich und nicht für uns. Hört sich so nett an. Eine Falle. So, unter das Lenkrad wollte sie den packen. Ich glaube, dann kriege ich ihn nicht aufgestellt. Du fehlst mir noch, du Clown. Okay, so ist gut. Kann ich hier drauf? Hallo? Ja, klar. Du redest zu... Gott, du kannst mich mal, Krog, ey, wirklich. Nee, komm nicht auf die Idee, dass man da drauf will, sondern quatschen. Sprechen. Immer sprechen. Ich will fahren. Sprechen. Auch hier oben. Immer sprechen. Okay, warte mal. Vielleicht kriegen wir den noch anders reingedeut. Birgit, danke, dass du da warst. Eine gute Nacht wünsche ich dir. Achso, auf keinen Fall. Ich glaube, der Krog will immer reden, egal wo sein Gesicht ist. Ich habe mich ja von meinem eigenen Kabel erschrocken. Schön. Oh, das geht auch nicht. Hab ein... Oh mein Gott! Jetzt habe ich ein Rad abgemacht. Neue Formation! Sehr gut! Kein Problem. Genau, ein Foto wollen wir auch noch machen. So, jetzt gehst du hier drunter und gehst mir nicht auf den Pin. Ich hab wirklich ein Rad ab, ey. Mach's gut, Birgit. Nee. Schon wieder erschrocken. Ich glaube, es wird nichts. Wäre das halt. Oh! Wäre das ein bisschen größer, dass der Krog da wirklich reinpasst. Wäre das eigentlich ganz cool. Aber so. Keine Chance. Ja, passt, danke. Nur da oben muss man doch hin, oder? Was liegt denn da? Der hat ja unglaublich viel Loot. Der muss mir nur kurz sagen, wo es hängt. Hier ist jetzt alles da, ne? Hier ist jetzt wirklich alles da. Schnell genug. No way. Hat gerade mein Mate das weggeworfen? Und da kommt es wieder? Was? Das muss ich mir gleich noch anschauen. Was? Das muss ich mir nachher noch anschauen. Wie unrealistisch war das denn? Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Leute, wir sind außerhalb der Matrix gerade gewesen. Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Ach, da ist er, okay. Dann kommt das wieder runtergeflogen. Ich hab's gesehen, ich habe einen Clip gemacht. Alles gut. Also. Das war, glaube ich, gerade eine Szene. Wenn man die erzählt, glaubt die glaubt einem keiner. Oh, toller Abwurf. Lieferung kommt. Und wie unrealistisch. Da kommt ein Weise von uns dabei, vorbei, schießt die Kugel von der Zeit wieder weg und es kommt wieder runter, wenn der Gegner sich zeigt. Wow.
das für ein Clip? Talk. Ja. Talk. Okay. Hier können wir dann. Oh, kennen wir uns? Normalerweise ist der Garn und Kampf im Untergrund. Ich kämpfe gegen den im Park. In der Baumschule. Wo ist er denn hier? Auch nicht. Hier? Dann im Baum. Ach, da hängt's. Ruhig, Link. Oh, ich hab den Leutenbogen noch an. Ich glaube, wir haben heute 50 Crocs gesammelt. Unglaublich viel. Wir haben, glaube ich, 4 Höhlen gefunden. Wir haben 3 Quests gefunden. Wir haben Brunnen gefunden. 6 oder 7 Gegner, die wir vorne nicht hatten. Unglaublich stark heute die Session, was Progress angeht. Oh wow. Ah, hier sind Eier. Das ist wirklich blöd, ne? Hier fehlt irgendetwas. Ich war mir ganz sicher, dass da Eier sind. Ich musste kurz nachschauen. Da waren welche. Nur zur Info. Zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. Haben wir wirklich lange gebraucht, ne? Die Eierquest. Ist kein Krog, das ist irgendwie auch Scam. Absoluter Scam hier. Oder da? Ich hätte doch einfach mal gucken können, ob ich da schon Crocs habe. Ach du Heilige. In Gelsenkirchen kracht's mal wieder richtig. Ich meine, Alpha ist auch schon länger schlafen, ne? Das würde zeitlich passen. So. Ich bin unglaublich zufrieden mit der Session heute, wirklich. Echt viel geschafft, cool. Ich glaube, ich würde jetzt gleich zum Abschluss nochmal zum Spähposten fliegen. Und gucken, was die Monsterwache so zu uns sagt. Und dann achte ich schon mal endlich drauf, wie viel Crocs wir jetzt wirklich haben. Also ich hoffe, was um die 550. Ah, irgendwas nehmen wir doch mit hier. Irgendwas. Was sind wir denn hier? Ich würde links abbiegen, ne? Der bekommt Albtraum wegen uns. Nein, der wird endlich mal aufgeklärt. Und das ist das letzte heute. Oh, es ist ein bisschen ein Weg, ne? Und dann gehen wir zum Speerposten. Bupp. Das sind doch keine Halbträume. Und dann dieser dreckige Smiley. Birgt das wirklich das letzte Jahr? Bruder Robin, Wasserbampfen, Quimerling.
Knospe. Da habe ich mich wohl geirrt. Ja. Hier noch was? Wenn man 7TV nicht hat, Alina, ist das dieses Cat-Setting, was da geschrieben wird, das ist echt, glaube ich, ein bisschen... Man denkt, du hast einen Hau weg. Traum einfach, wenn der Kerl mal eine Freundin oder uns denken muss. Ist doch lustig, ja. Aber die Katzen sind auf jeden Fall. Der läuft dann rot an. Sie hatten doch recht. Okay. Wir gehen mal in den Spätposten. Wie viele Korks haben wir jetzt? Ich schätze so 550, 560. Das wäre eine gute Zahl. Und wir haben... ...566, nice. Puh. Das müssten 50, 56 heute gewesen sein. Ja, 50, 60 Stück haben wir heute geschafft. Verdammt gute Quote. Aber natürlich auch super viele Freunde von A nach B gebracht. Monsterwache, hier. Große Monster. Ivarok. 39. Hinox 30. Oh. 10. Bockkonstruktor noch. 3 Drachen noch. Riesensilhouette 23. Okay. Gut, aber das sind doch so gerade die Sachen, die wir nebenbei machen, ne? Also der Fokus war ja heute wirklich komplett auf Crocs. Und da kann man halt sehen, was man noch so schafft, ne? Auch wie viele Quests wir auch heute gemacht haben. Das war eigentlich schon ziemlich nice. Das war eigentlich echt perfekt heute. Das war echt perfekt. Gut, so Pfeile kaufen. So. Bup, bup, bup. Hat den Lukas auch, wenn wir mal irgendwas Verrücktes kochen wollen. Können wir hier was von fotografieren? Okay. Wir haben Quest gemacht. Bestimmt 3 Stück. 3 Stück haben wir gemacht. Das mit den Loren haben wir gemacht. Dann eine im Brunnen haben wir gemacht. Den haben wir rausgeholfen. Genau. Und deswegen war das schon echt nice.